Hatten diese monoschwarzen Decks Nightwave Spectre drin? Mhm. Also einige. Halb, halb. Eben? Ich bin kein Fan von Mind Control Checks so früh, glaube ich. Ah, ne. Diesmal haben wir eine Coin. Können den Inventor rauscoinen. Jo, dann machen wir Mind Control Check weg. Nice. Beule doch nicht so. Ja gut, aufs Lehrerboard jetzt den Mad Bomber rauscoinen, ist jetzt auch nicht so geil. Lieber ich würde nichts machen. Nichts machen. Ha. Huh. Oder Bomber. Smith. Noch besser. Obwohl. Doch, ich finde ihn besser. Doch, ich würde. Smith können wir nachher raus. Zusammen mit. Was bringt dir denn der Bomber auf dem leeren Board? Ja, gut, der Bomber wird aber, glaube ich, jetzt gerade im Moment nicht mehr besser. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt einen Swordsmith ausspielen, dann kann er halt auch dann kann der Bomber danach halt auch einen Swordsmith erwischen, ne? Ich würde jetzt einfach einen Bomber als Two-Drop spielen. Jo. Ja. Er ist halt ein guter. No comment. Dieser Bomber. Was geht denn hier ab? Ich will halt nichts mehr hören hier, ne? Nichts will ich von euch hören. Was ist denn das? Also ich würde jetzt Fireblast, Attack, Fireblast. Demolisher und ja. Noch den Swordsmith rauscoinen vielleicht. Ja, hört sich gut an. Hört sich sehr gut an. Hier 1 Mad Bomber. Face it. Das wird halt schon wieder ein immer Mad Bomber. Keine Ahnung. Ja, den wir uns halt eh die Hälfte unserer Spiele instant gewinnt. MVP. Ah. No! Gut. Arc. Das war gut. Inventor, würde ich sagen. Ja, gut, so für den Swipe raushauen zu müssen, ist halt auch schlecht. Für ihn eigentlich. Ich will Water Elemental spielen, glaube ich. Ich will Water Elemental spielen. Okay, Water Elemental. 2 zu 1. Ja, machst mehr Druck. Und hält mehr aus. Ja, der Swipe aber trotzdem ziemlich heftig. Ja, stell dir vor, er hätte ihn noch irgendwie auf der Hand, wenn wir dann nochmal 3-4 Viecher draußen haben oder so. Ist halt erst. Also ich fand's gut, dass er ihn jetzt schon usen musste. Ja, stimmt. Gegen den Sky Crusader Swipe. Ist der Swipe halt das auch. Das wäre ein gut. Sehr guter Swipe, muss man sagen. Also, ich glaube, er ist zufriedener damit als wir. Ich glaube ja, dass es ein Notfall-Swipe war. Harvest Golem Ping ist eine Möglichkeit. Scarlet Crusader Ping ist eine Möglichkeit. Berserker? Berserker ist eine Möglichkeit. Berserker. No, würde ich auch machen. Dann Frostelementar auf den Schildmaster. Mit Frostelementar draufhauen, glaube ich fast. Einfach freezen. Ja. Ja, wenn wir jetzt Harvest Golem Ping gemacht hätten, hätten wir nächste Runde den Schildmaster einfach wegpingen können. So kann man mit dem Berserker killen und wachsen. Ja, okay. Ach, thanks. Cool. Naja. What the fuck? War nicht zu schlecht. weil wir jetzt ja eigentlich das Wasserelementar tauschen müssten. Ja, Frostbolt. Aber jetzt Frostbolten wir einfach den Shieldmaster. Tauschen das Wasserelementar gegen den Stompy-Kommando. Hauen ihm 5 ins Gesicht. Haben noch 4 Mana für ein Inventor. Wollen wir traden? Wollen wir, ja. Ja, müssen wir, glaube ich. Alternativ Wasserelementar aufs Gesicht, aber ist, glaube ich, nicht so gut.
Ja, ich Wenn mein denke schon. Frostbolt auf dem Sujin ist erstmal. Oder Ja, wobei, warte den mal. Berserker auf dem Rifleman dann einfach. Das ist, Warte glaube ich, mal, noch warte mal. besser, Nein, oder? Berserker auf Sujin. Ja, aber dann Hey? geht. Dann der Frostbolt auf Berserker geht. Rifleman? Leute, der Berserker geht doch dann auf 2 oder so. Wollt ihr den wirklich unter 5 fallen lassen? Ja. Ja. Der ist jetzt schon zu verworren. Kill den Shieldmaster mit dem Berserker. Mach Und den Frostbolt auf den Rifle. Rifleman und Water Elemental ins Gesicht. Ja, finde ich Und auch dann gut. noch irgendwas ausspielen. Na ja, gut. Harvest Golem oder Rom so. Inventor ist besser. Ja, okay. Na gut, ich hätte ihn jetzt nicht auf 2 fallen lassen, aber kann halt auch gut sein, ja. Dann zieht er jetzt vielleicht noch das Er Removal. ist Er hat zur 2 Value zu 1 schon. getauscht. Ja, ist. Der Punkt ist, so verlieren wir keine Kreatur, also erstmal von unserem Play und andersrum verlieren wir halt das Water Elemental. Das ist halt also nicht schön. Ist okay. Ja gut, nur eine Kreatur erwischt. Das ist okay, ja. Ah, kannst nicht usen. Yeti und Crusader zum Beispiel? Oder Ich würde Yeti jetzt, und Harvest warte Golem? mal, wir brauchen eigentlich gar nicht Taunt unbedingt, oder? Yeti und Crusader finde ich gut. Ja, immer auch. Bam. Water Elemental ist gerade so imba. Schaltet halt auch einfach so Karten wie Roar ab, ne? Glaube. Also der Play bringt dem nicht viel. Nee. Da ist er jetzt schon im Panikmodus. Wir können sogar mit der Arkanexplosion. Ping auf den Crusader, Arcane Oh ja, Explosion oh mein und Gott, mit und dann dem der Crusader Wurm. dann noch, Mechanic. Ja, genau. Ja, doch, okay. Join or die. Dann haben wir Ja, noch 4 perfekt Mana für ist. einen Harvest Golem, wenn wir Bock Ja, haben. finde ich auch. Ja, den kann man immer ausspielen, der ist nicht schlecht halt. Ja, Harvest Golem Auch ist immer gegen gut. Master E. Jo. Das ist richtig gut an dem Teil. Und Water Elemental fließt weiter, völlig versichern. Ja, das ist jetzt schon gewonnen. Ja, er ist tot. 7, 9, 11. Ja. Ah, taunt, okay. Fireball und Element. Und Yeti. Warte. Fireball und Fireball Yeti. und Yeti. Ja. Alternativ Fireball und. Ich glaube Fireball, Scarlet, Crusader, Ping. Ne, wenn dann Golem tauschen. Fireball, Golem und Inventor. Ja, oder den Skull Crusader, weil er hinten nur eine 1 hat. Also der ist halt. Ja, also ich finde den Crusader nicht mehr gut Stimmt, jetzt. ja. Ja. Join Immer or Crusader. Ja, und dann können wir noch den Tauren Warrior spielen für 3, um dann dir das Team noch so ein bisschen zu retten. Ja. Jo, finde ich gut. Und er kann mit dem Berserker ihn jetzt auch erstmal nicht töten. Er ist halt eh so gut wie tot. Oh, wir hätten ihn töten können. Mit dem Nö. Ping. Nee, dann hätten wir den Taunter nicht aus dem Weg bekommen. Richtig. Ach, stimmt. Big place. GG. Ey, das Deck geht gerade ganz schön ab.